Hallo, hallo. Heute möchte ich mit dir gemeinsam ein Objektiv zerlegen. Und zwar nicht das hier. Das ist ja frisch gekommen, das funktioniert noch. Sondern dieses hier. Es fiel leider der Schwerkraft zum Opfer. Es ist, runtergefallen und funktioniert nicht mehr ganz. Und da dachte ich mir, okay, das wäre ein guter Zeitpunkt, hier einfach mal das gemeinsam mit dir zu zerlegen und ja, einfach mal reinzusehen, was da alles so drinnen ist. Viel Spaß beim Zusehen. Okay, gut, so ein Objektiv habe ich selbst auch noch nie zerlegt. Sollte man auch nicht machen bei einem funktionierenden guten. Es hat einen guten Grund, warum man solche Dinge zum Hersteller oder zum Techniker einschickt. Also bitte nicht zu Hause nachmachen, ja? Hier vorne haben wir mal den Objektivdeckel. Den brauchen wir mal nicht. Das Objektiv selbst, es bewegt sich nicht mehr. Fangen wir mal an. Hier hinten sind mal 4 Schrauben. Versucht die mal. Im Normalfall sind die ja mit Schraubensicherung, mit einem Kleber gesichert. Hier haben wir 4 Schrauben. Viel Spaß! Ja, hier ist schon mal jede Menge Elektronik drinnen. Sieht man das hier? Ja. Hier sind die Kontakte vorne, die weitergehen also das Bajonett hier mal. Und hier die Kontakte, die weitergeführt werden in die Kamera. Die sind hier so mit einem Flexband hier angemacht. Gut, das ist ein Stecker. Das heißt, den ersten Teil haben wir hier schon mal. Hier sind nochmal ein paar Schrauben, die lasse ich jetzt mal drinnen. Ja, hier sehen wir schon mal einiges. Und zwar hier ist die Platine drinnen. Hier drinnen ist der, nehme ich mal an, der Motor für den Zoom, das heißt für die Brennweitenverstellung. Ja, da sind nochmal jede Menge Schrauben drinnen. Also Fakt ist auf jeden Fall, selber sollte hier der Ungeschulte nicht herumschrauben. Hier ist jede Menge Feinmechanik und Elektronik drinnen. So, sehen wir weiter. Hier vorne die Frontlinse. Tja, gute Frage, wie wir die aufmachen. Ich habe zwar ein bisschen ein Werkzeug mit, aber das ist nicht wirklich dafür gedacht, um hier Objektive zu zerlegen. Das ist hier mit einer, ja, die Frontlinse hier vorne. Das ist hier mit so einer Abdeckplatte fixiert. Hier vorne ist die Frontlinse drinnen. Ach, die kann man auch rausheben. Okay. Gut, hier sind noch so kleine Federn drinnen. Sehr interessant. Und hier sieht man schon die erste Linse vorne, wie diese aufgebaut ist. Klicke ich mal hierher. Ich werde dann vielleicht im Anschluss noch ein paar Detailfotos hier beilegen. Das ist ja halt nur ein Objektiv von einem, ja, ich sag mal, von einer kleinen Systemkamera. Es ist ja sicher nicht so aufwendig wie zum Beispiel ein aufwendigeres Objektiv von einer Spiegelreflexkamera, aber man sieht hier doch ein bisschen was rein, was da alles so für Teile drinnen sind.
und kann sich vielleicht dann auch ein bisschen vorstellen, warum es ja nicht so gut ist, wenn Objektive gröbere Stöße erfahren oder ja, runterfallen, so wie in diesem Fall. So, und jetzt ist eigentlich nur mehr die Mechanik da, also hier ist der für die Brennweitenverstellung. Das Ganze noch einmal elektronisch, da ist ein kleiner Schalter drin. Hier sieht man den. Da im Gehäuse haben wir jetzt hier drinnen noch eine Linse. Hier drinnen sieht man auch das Zahnrad. Brennweite zu verstellen. Das funktioniert im Normalfall etwas geschmeidiger. Also ein paar Teile haben wir ja schon. Ist schon mal recht interessant, was sich hier drinnen alles befindet. So, sobald ich hier rausgefunden habe, wie das weiter auseinander geht. Also der Motor hier treibt definitiv hier diesen Zahnkranz an und verstellt hier eben über die Kamera, über diese Zoom-Funktion eben die Brennweite des Objektives, beziehungsweise hier oben noch elektronischen Schalter, beziehungsweise noch hier vorne noch drin. Würde ich jetzt trotzdem gerne noch weiter reinsehen. So, und ab jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt kann man das hier abnehmen. Hier haben wir die Ausrüble. So, hier noch ein Bild. So, und hier sieht man schon ein bisschen was von der Mechanik drinnen. Hier sieht man die ganzen Fräsungen, beziehungsweise, wenn ein Guss gemacht wird, die ganzen Führungen vom Objektiv, um hier eben innen die Glieder zu verschieben, zu verriegeln. Das ist dann am besten so. Zu verriegeln, zu verschieben und so weiter und so fort. Hier sieht man auch nochmal schön den Zahnkranz, wo eben der Motor elektronisch die Glieder verschiebt. Haben wir hier innen. Das ist nochmal ein Stecker. Ja, nachdem dieses Objektiv schon das Zeitliche gesegnet hat, kann ich hier etwas gröber arbeiten. Hier ist nochmal so ein Flexband mit einem Stecker. Das ist eine kleine Klappe meistens. Ja. Ich hoffe, man sieht das gut im Video. Ja, hier ist so eine kleine Klappe beim Verschluss. Und dann kann man hier das Kabel lösen. Findet man auch sehr häufig in Notebooks und so weiter. So, hier innen geht es weiter. Hier ist wieder, was haben wir hier da? Magneten. Man merkt das hier ganz deutlich. Hier ist nämlich zusätzlich im Objektiv der Bildstabilisator drin. Ich zeige euch das jetzt einmal. Hier sieht man, wie dieser arbeitet. Der verschiebt eben diese eine Linse, dieses eine Glied entlang dieser Achsen. Mit einer Achse, zweite Achse und zusätzlich eine, zwei, und die dritte Achse ist dann eben hier entlang
sieht man es, da ist auch noch ein Magnet, der eben dieses Glied noch einmal verschiebt. Es wird hier alles über Magneten gesteuert. Das siehst du hier. Gut. Und hier innen ist das eben nicht mehr geführt, da eben dieses Element hier schon heraus ist. Da drinnen läuft dann eine weitere Linse. Das dient eben zum Fokussieren in der Kamera oder im Objektiv, das Fokussieren, und eben der Bildstabilisator, der hier eingebaut ist. Siehst du nochmal, wie diese Linse fährt. Hier und hier das Ganze eben gelagert mit Magneten. So, hier haben wir eine weitere, haben wir wieder vier Schrauben. Na, drei Schrauben, Verzeihung. Ich würde mal sagen, das ist hier der Kern des Objektivs. Hier nochmal kurz aufgelegt. Also hier haben wir den Bajonettverschluss, den Objektivdeckel brauchen wir hier drüben, dann kommt hier so kommt hier dieses Teil, die erste Abdeckung vorne, innen dieser Kranz, das Kunststoffelement, hier drüben haben wir noch den Motor, die Platine, den Bildstabilisator hier gelagert, noch eine Verkleidung außen, legen wir hierher, und weitere Linsen. So viele Teile befinden sich in einem, sage ich mal, naja, sehr einfachen, günstigen Objektiv. Ist eben auch mit ein Grund, warum man nicht wirklich selber dabei herumschrauben sollte. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.